Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 41. Smart Home Treff hier bei der Denkform GmbH in Wallau. Jawohl, und das ist der Sven, mein Name ist Raphael. Ich begrüße euch ganz herzlich. Warum eigentlich Smart Home Treff? Nun, wir haben das ganze Konzept nicht umgeordert, sondern ganz im Gegenteil. Aus dem App-Treff machen wir heute ein spezielles Thema und wir haben eine Einführung in Smart Home. Und jeder kennt es, jeder weiß so, dass man mit den digitalen Endgeräten gewisse Apps oder HomeKits installieren kann und damit natürlich gewisse Geräte ansprechen kann, um eine Hausautomatisierung vornehmen zu können. Das ist jetzt der ganz normale, einfache Begriff. Aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Sven, was macht denn so dein Hausumbau, den du gerade geplant hast? Hast du da auch das Thema Smart Home einfließen lassen? Ja, tatsächlich. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn wir schon das Haus umbauen, dann, dass wir natürlich auch so ein bisschen die Smart Home Philosophie auch mit reinnehmen, angefangen von einer kleinen Kamera zum Beispiel, die den Eingang überwacht, bis hin zu Lichtschaltern, Steckdosen und so weiter. Und da habe ich mich jetzt versucht, in den letzten Wochen und Monaten echt mal ein bisschen schlau zu machen, weil das ist gar nicht so einfach. Das ist schon ein komplexes Thema, vor allen Dingen, wenn man sich überhaupt nicht mit dieser Technik auskennt und man überhaupt nicht weiß, brauche ich jetzt hier irgendwelche Teile, die irgendwo drauf gesteckt werden, oder kann ich das auch irgendwo drinnen verbauen, in den Leitungen, in den Steckdosen und so weiter. Ich meine, ich bin kein Elektriker und egal wie technikaffin ich bin, habe ich trotzdem da noch zu wenig Ahnung und dann tümmelt man sich natürlich von einem Forum in das andere. Es gibt natürlich aber auch schon Leute, die sich damit beschäftigt haben, auch Freunde und Bekannte. Die haben dann mit einem sogenannten KNX-System ihr komplettes Haus gesteuert. Das kann ich allerdings nicht machen, weil ich noch ein relativ altes Haus habe. Und vielleicht können wir, dürfen wir auch draufstocken und dann sieht oben das obere Stockwerk noch ein bisschen anders aus. Das heißt also, da sind ganz viele komplexe Themen bei mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gar nicht so einfach, das Passende dafür irgendwie zu finden. Also es ist schon ein komplexeres Thema, wo man sagen muss, was habe ich, wohin will ich Smart Home hintransportieren und integrieren? Halt. Genau. Und dann kommt drauf an, was kaufe ich für Komponenten, was baue ich halt ein und wie teuer wird dann der ganze Umfang halt. Und was brauche ich vor allen Dingen? Also man muss sich ja im Nachhinein erstmal oder im Vorhinein erstmal überlegen, was will ich denn eigentlich machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht drauf erpicht bin, meine Rollladen zu steuern, es mir eigentlich eher wichtiger ist, dass ich ein bisschen so eine Kontrollfunktion habe, ob die Fenster geschlossen sind, ob Licht überall aus ist und so weiter, dann brauche ich mir natürlich auch gar keine Mühe machen, mich mit diesem Thema Rollladenmechanik und Steuerung zu befassen. Das heißt also, man muss schon so ein bisschen seinen eigenen Bedarf vorher mal so ein bisschen analysieren und festlegen. Und dann ist halt die Frage einfach, habe ich die Möglichkeit, das irgendwo in die ganze Elektrik, in die Hauselektrik mit einzubauen, oder arbeite ich tatsächlich mit externen Komponenten und was gehört dazu? Und da gibt es von den Firmen einzelne Lösungen und dann steht man mittlerweile echt vor einer riesen Produktvielfalt. Und ob es jetzt Elgato ist, ob es jetzt Fibaro ist zum Beispiel, was so zwei der kompetentesten Firmen, finde ich, auf dem Markt sind, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Es gibt noch Gogik zum Beispiel oder Gigok, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Kivikon. Nein, Koki. Okay. Und die sind jetzt auch noch ein bisschen neu auf den Markt dazu gekommen und man steht da schon so ein bisschen vor einem Wald. Ja? Und man muss sich halt überlegen, welche Lösung will ich da überhaupt dann haben und einsetzen, und bis man sich da eingefunden hat, das dauert. Das dauert einfach, und vielleicht kennt das auch der ein oder andere, der sich damit schon auseinandergesetzt hat. Weil mit so einer Steckdose, das ist zwar nett, aber das erfüllt dich natürlich nicht mit dem Smart Home Charakter. Ne? Du willst ja auch, sag ich mal, dein Licht steuern vielleicht oder hier jetzt zum Beispiel überprüfen mit diesem System, ob deine Fenster geschlossen sind. Also du willst schon so ein Rundumpaket haben und das ist gar nicht so einfach und es kostet schon Geld. Also ich hätte es echt nicht gedacht, dass das schon so teuer ist. Ja. Gut, die Frage ist natürlich, ob man beim Smart Home nur sein Licht steuern kann und möchte oder ob man nicht wirklich eine Art Sicherheits-Firewall-Bereich integrieren möchte, ob das geht oder nicht. Ich meine, das werden wir später mit unserem Studiogast gerne noch besprechen, auf jeden Fall. Aber du gehst in die Richtung Smart Home auf jeden Fall, dass du dich dafür entscheiden wirst. Ja? Du gehst es wahrscheinlich auch mit der Apple-App-Geschichte. Ja, ja, mit HomeKit, ja. Sehr gut. Und du hast schon eine erste Kostenanalyse gemacht für dein persönliches Haus? Noch nicht komplett, nein. Okay, also ich bin sozusagen erstmal bei den Standardgeräten,
Ich bin jetzt bei Geräten wie Fenster, Schalter, Kamera. Mhm. Ich bin jetzt aber noch nicht so weit, dass ich sage, weil es hängt auch ein bisschen von der vom Bau ab, ob was wir jetzt tatsächlich machen und was nicht. Ob ich jetzt eine Rollladensteuerung einbauen würde oder nicht, aber ich glaube, das lasse ich eher, weil das nachträglich das alles einzubauen, das kostet einfach zu viel Geld, das ist Quatsch. Jemand, der mehr Geld hat und weiß, wie man über eine Rollladensteuerung hinausgehen kann, ist natürlich auch heute bei uns zu Gast im Studio. Sein Name ist Klaus Schieber, er ist im Bereich Finanzen und Controlling bei der Denkform GmbH tätig. Erstmal hallo Klaus, schön, dass du heute dabei bist. Hallo. Ja. Klaus, wie bist du an das Thema Smart Home damals vielleicht herangekommen? Denn wir haben ja im Vorgespräch geklärt, dass Smart Home eigentlich ein Thema gewesen ist, was am Anfang so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet worden ist und eigentlich gar nicht immer so gut funktioniert hatte. Erst jetzt so nach einigen Monaten und Jahren, die ins Land gegangen sind, hat dieser Bereich an ja, Effektivität und Nutzen gewonnen. Und deswegen, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, das Smart Home Steuerungssystem, das gab es ja früher schon von vielen großen Herstellern. Das war natürlich sehr komplex. Man konnte das alleine gar nicht installieren, gar nichts mitmachen. Man musste Fachleute haben. Und das war natürlich sehr teuer. Und man musste bei einer Planung, wie das Wendel gesagt hat, Hausbau neu, schon damals mit einplanen, wenn man sowas machen will. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit bekommen, über bestimmte Apps von Apple zum Beispiel, Smart Home Steuerung, dass man da halt nachträglich bestimmte Komponenten von verschiedenen Herstellern einbauen kann, implementieren kann, um bestimmte Funktionen mit auszufüllen. Das habe ich mir dann mal angefangen. Ich habe dann mal mit ein paar Steckdosen angefangen und dann habe ich mir gedacht, naja gut, das macht ja Spaß. Das ist so wie so eine Modelleisenbahn für Erwachsene. Man kann dann gucken, da passiert irgendwas, man kann dann Licht anmachen lassen, man kann das Licht ausmachen lassen, man kann das Licht steuern mit dem Sonnenuntergang oder wieder was anderes, Kaffeemaschine anstellen mit dem Sonnenaufgang oder wie man dann auch immer das haben möchte. Das Problem ist natürlich dann immer gewesen, reicht das aus, so ein bisschen was zum Rumspielen. Also man wird ja dann nicht ganz so befriedigt, man will ja dann mehr haben. Und die Hersteller wissen auch, dass das ein großer Markt ist und dadurch kommen immer mehr Komponenten, die für die Smart Home Steuerung in Frage kommen, zu uns und zu den Anwendern und auch zu den Leuten, die es auch gern haben wollen. Das Geld spielt natürlich eine große Rolle, das Sven sagte das ja schon. Die Komponenten sind nicht billig, aber halt, sie müssen ja auch sicher sein, auch dass sie sicher sind vor Angriff von außen. Ein großer Schritt hat diese Smart Home Steuerung für alle Apple-User gemacht, weil dann Apple mit dem Smart Home rauskam und somit konnte man die Geräte alle über eine App steuern und auch entsprechende Programme mit eingeben. Wir reden von der App Apple HomeKit. Apple HomeKit. Was wir auch unter uns genau, sehen, was wir hier sehen. Und das ist ein wichtiger Faktor gewesen, dass man nicht zig Apps hat, die man von jedem Hersteller natürlich haben kann, aber man muss dann immer von einer zur anderen springen, welches Gerät ich haben will. Das macht keinen Sinn. Und das hat jetzt Apple gesammelt, die werden von da aus zertifiziert und dann kann man darüber alle Apps, alle Funktionen steuern, die die Geräte zulassen. Von unterschiedlichen Herstellern? Von unterschiedlichen Herstellern. Mhm. Ich habe überwiegend bei mir im Einsatz Eve von Elgato. Mhm. Und natürlich habe ich auch im Test gehabt diese Vibaro-Steuerung und da habe ich also einiges gemacht, wie zum Beispiel mit der Tür-auf-Funktion oder Windows and Door, wie es heißt. Damit kann man natürlich auch bestimmte Aktionen schalten. Wenn die Tür aufgeht, kann man sagen, dann fährt die Heizung runter, wenn man Heizungsthermostate mit steuert. Oder wenn es zugeht, dann gehen bestimmte Lichter an, je nachdem, was man da als eingeben will. Dann gibt es natürlich von Elgato noch diese Raummessstation. Mhm. Die Raummessstation hat auch verschiedene Funktionen, zum Beispiel wie gut ist die Luft im Raum, wann habe ich da wie viel Grad, wie ist die Luftfeuchtigkeit. Dann kann man natürlich Aktionen steuern, wenn die Luftfeuchtigkeit so niedrig ist, kann man Belüfter, Befeuchter noch mit anschalten lassen und dann wieder abschalten lassen. Also man kann die auch vielfältig kombinieren. Ja. Wetterstation gibt es. Wetterstation zeichnet auf, wie draußen das Wetter ist, natürlich das ist kein Problem. Aber es gibt auch eine Historie. Man sieht einen Trend, man sieht eine Kurve, man sieht die Feuchtigkeit im Verhältnis zur Temperatur. Und die
Und diese Wetterstation zeigt dann auch so ein bisschen Trend, den man dann auch, wenn man Lust hat, dran so ein bisschen wettermäßig zu verfolgen. Ne? Ja, das sind so die Komponenten, da habe ich mich so langsam reingearbeitet. Bei Vivaro, muss ich sagen, ist es eigentlich ein sehr guter Ansatz, weil mit Vivaro kann man auch Schalter, die konventionellen Schalter, kann man damit steuern, indem man die Komponenten von Vivaro einbaut hinter dem Schalter und damit über den Schalter die Lichter in der Decke oder was auch immer an dem Schalter hängt, damit steuern kann. Vivaro braucht aber für die Steuerung bei so einem Schalter ein Plus- und Minuspol. Da muss man darauf achten, dass halt der Schalter beide Adern vorhanden hat, also auch Plus und auch Minus. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man das leider nicht verwenden dafür. Aber Vivaro ist auch sehr sinnvoll einzusetzen, wenn man das hier sieht, bei den Steckdosen. Nämlich die Steckdose bleibt im Grunde genommen so, wie sie ist, ohne Aufsatz, wie sie hier bei Elgato ist. Die Vivaro-Steuerung wird hinter die Steckdose, also in die Steckdose eingebaut von hinten. Und somit ist die Steckdose von außen nicht zu erkennen, ob das Smart Home ist oder nicht. Schick. Ist eine sehr schöne Lösung. Wo liegen wir da preislich bei den Geräten in Steckdosen? Weil das ist ja am allerinteressantesten eigentlich. Genau, preislich liegen wir hier so ungefähr bei 40 Euro. Oh, das ist ein Topfer. Mittlerweile auch so 36. Ja, 36, 40. Ich sage nur mal so einen Punkt. Und bei Vivaro sind wir natürlich bei 70 Euro. Wow. Weil Vivaro natürlich auch wesentlich mehr. Eine Steckdose 70 Euro? Ja, ja. Wahnsinn. Oder eine Gruppe. Man kann ja eine Gruppe schalten. Ne? Genau. Aber halt, Vivaro kann auch mehr. Wie gesagt, kann auch Reihenschaltung machen und kann auch Einzelschaltung machen. Das hat den Vorteil natürlich, man braucht keine Lampen umrüsten. Man braucht nur dieses Vivaro in den Schalter zu bauen. Ja. Also mal so zum Vergleich, kannst du sagen, das hier, das Yves Dorn Windows Set, kostet jetzt zum Beispiel jetzt hier 44 Euro. Und wenn man es jetzt hier über die Denkform beziehen würde, und wenn man sich das überlegt, man hat zum Beispiel im Haus, naja, wie viele Türen hast du im Haus? 13. 13 Türen, also geh mal davon aus, dass du 13 mal 44 Euro dafür ausgeben wirst, wenn du dich mit dieser Smart Home Lösung, dann weißt du ja ungefähr, was du allein für die Türen investierst. Ja, ja gut, das ist natürlich jetzt mal nur theoretisch wert. Ich brauche ja auch nicht für alle Türen so. Nein, man wird ja verrückt, wenn man das für alle Türen macht. Richtig. Weil jede Tür, die geöffnet oder geschlossen ist, gibt ja ein Signal und entdeckt man auf dem Smartphone oder auf dem iPad oder so. Ja. Und dann macht das laufend bing, bing, auf, zu, ja. Da kann man verrückt werden. Wichtig sind natürlich Türen, die nach außen gehen. Die kann man dann halt entsprechend kontrollieren. Wenn keiner da ist, wenn ich dazu jetzt noch eine Überwachungskamera schalte, dann kann ich natürlich auch mir entsprechend darüber kriege ich sofort eine Meldung auch über die Kamera und auch eine Aufzeichnung. Wer betritt den Raum? Das geht auch über diese Software? Also das geht auch über die Software. Die Kamera ist genauso eingebunden bei Apple drin und damit kann man auch verschiedene Hersteller mitnehmen. Gibt es ja nur zwei von Logitech oder. Netamo gibt es davon und es gibt verschiedene andere auch noch, die alle diese Funktionen haben. Momentan ist so die Logicircle 2 ist so momentan ganz gut im Rennen, finde ich. Also das ist so das, was ich mir ausgesucht habe für meinen Eingangsbereich. Die ist wetterfest, die ist nicht sehr auffällig, die kann man auch außen montieren. Also insofern, das war jetzt ein persönlicher Geschmack von mir, wo ich gesagt habe, passt. Nachtaufnahmen sind auch toll. Also Klaus und ich hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Und er gesagt hat, hier die Aufnahmen nachts, wenn da irgendwas wäre oder sowas, kann man es ganz gut erkennen. Und ja, das finde ich also ein gutes Kriterium. Also die Circle 2 ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal kabelgebunden und einmal mit Akku. Und die hat den großen Vorteil, sie hat einen 180-Grad-Winkel. Prima. Also eine Kamera kann 180 Grad abdecken. Das heißt, Sie brauchen für einen Raum maximal eine Kamera, für anderthalb Räume nur. Und für den Eingangsbereich vielleicht, wenn da an der Wand ist, reicht es rechts noch links zu gucken? Ja, es gibt von Logitech gibt es da eine Halterung zum Beispiel auch an die Glasscheibe dran, von hinten. Und dann überwacht er den Raum vor der Glasscheibe und ist aber im Raum drin. Ne, hinter der Glasscheibe.
der Glasscheibe, ja, okay, je nachdem, wie man sieht. Okay, okay, alles klar. Ja, okay. Ich bin in dem Raum und da ist es... Ach so, hinter der Glasscheibe. Okay, alles klar. Sehr gut. Der Raum ist an der Glasscheibe drin, ja, und überwacht den Außenraum mit 180 Grad. Toll. Das ist natürlich sehr gut. Toll. Und das macht natürlich auch Sinn, gerade im Bereich Einbruch oder andere Vandalismus oder was alles möglich ist. Mhm. Ja, dass man da entsprechend halt informiert ist und auch entsprechend aufzeichnet, wer da zugange ist. Genau, also liebes Logitech-Team und Faktor 3 Presseteam, wir brauchen 2 Rezensionsexemplare für die iPadblog.de Internetdienstredaktion. Vielen Dank im Voraus. Gut, das sind auch schon mal tolle Sachen, aber jetzt mal ganz grundsätzlich, oder wolltest du noch was ergänzen? Was ich aber interessant fand, das hatten wir in einem unserer Vorgespräche und das ist, glaube ich, auch für die Zuschauer interessant. Klaus weiß ja so ein bisschen so über mein Vorhaben mit dem Hausumbau und so weiter und so fort. Und dann gab er mir wirklich einen wertvollen Tipp, den ich vorher nie beachtet hätte, glaube ich. Und zwar hat er gesagt, achte auf die Leitung. Und vielleicht kannst du noch mal was ganz kurz dazu sagen, weil du weißt ja, ein Teil ist ja ein altes Haus, das hat dreiadrige Leitungen. Und dann hast du mir aber noch einen wertvollen Hinweis gegeben, dass wenn ich aufstocken sollte, dass ich da noch was auf einen besonderen Punkt achten sollte. Ja, bei den elektrischen Leitungen ist es wichtig und das ist, hängt zusammen auch mit den Schalteinheiten von Vivaro, dass man halt entsprechend bei der Verdrahtung bei Raumbeleuchtung über die Schalter konventionelle Schalter nehmen kann, Wechselschalter oder normale An-Ausschalter, aber immer jeweils ein Pluspol und ein Nullpol mit hinlegt. Weil das ist nicht die Regel. Das heißt, weil über den Schalter wird ja meist nur der Plus geschaltet und der Null geht dann direkt zur Lampe. Ja. Das heißt, das ist wichtig, damit der Vivaro auch entsprechend Strom hat, um überhaupt zu funktionieren. Ja, das ist ganz wichtig. Also da muss man achten, wenn man die Möglichkeit hat, das neu zu bauen, dann immer komplett mindestens dreiadrig in die Schalter rein, ist die Erde halt noch mit dabei, aber mindestens zweiadrig, damit man Plus und Minus hat. Prima. Ja. Gut zu wissen. Genauso ist das natürlich auch bei Rollladenantrieb. Vivaro bringt ja auch einen Rollladenantrieb raus. Und dann ist es genauso wichtig, der läuft ohne Plus und Minus, läuft er nicht. Die Steuerung. Mhm. Der Antrieb braucht ja sowieso Plus und Minus, der Motor. Klingt schon mal gut zu wissen. Ich würde aber gerne nochmal mit euch beiden einen Schritt zurückgehen, um überhaupt Smart Home betreiben zu können. Meinetwegen gerne mit dem Apple HomeKit. Ich brauche ein paar Voraussetzungen. Das ist einmal ein Internetanschluss, ganz klar. Genau. Brauche ich aber auch eine zentrale Steuereinheit, um alle Geräte zu nehmen. Also es gab doch damals diese Vision, dass man das Apple TV nehmen könnte dafür. Oder brauche ich noch einen weiteren Server? Was brauche ich eigentlich für eine zentrale Steuereinheit? Wenn die Komponenten bei Apple zugelassen sind, zertifiziert sind, dann reicht die Apple TV oder ein iPad oder ein iPhone. Super. Mindestens iPhone 5 für die Steuerung. Das iPhone muss natürlich da bleiben, am Strom bleiben. Ne? Also in der Regel sollte man eine Apple TV nehmen, die vierte Generation. Mhm. Das ist wie der Hub, genau, ich jetzt mal, etwa bei Philips oder bei Osram. Gibt es ja auch verschiedene andere. Und dann kann man alle Geräte darüber erreichen von außen. Natürlich ist die Internetverbindung wichtig, sonst kommt man nicht rein, ne, von außen. Aber man kommt auch nur rein, wenn man so eine Schaltung über die Apple TV hat. Gut, aber so ein Haus ist ja groß, lang, hat mehrere Etagen und ähnliches mehr. Wie will denn ein Apple TV im Wohnzimmer zum Beispiel die Jalousien in der zweiten Etage Schlafzimmer erreichen? Muss man das dann über einen Airport Express überbrücken? Genau. Ja? Oder ist die Ansprache vom Apple TV zu den Endgeräten endlos? Ja, endlos ist sie nicht, ganz klar. Irgendwo hört das WLAN auf innen drin. Darum geht's, genau. Je nachdem, wie das WLAN reicht, wo ist der WLAN-Standort. Also sind diese Geräte nur dann nutzbar, wo auch das WLAN erreichbar ist? So ist es. So müssen wir eine Regel stattfinden lassen. So ist es. Entweder muss man Repeater irgendwo nochmal hinmachen, ja, dass genau, man das nochmal verstärkt hat, je nachdem, wie groß das ist. Aber in der Regel für ein Einfamilienhaus reicht das, wenn man irgendwo in der Mitte den Router stehen hat, ja, wo die WLAN-Anschlüsse sind und dann irgendwo die Apple TV hat. Meist hat man die irgendwo am Fernseher oder sowas. Man kann ja die auch parallel noch als Fernsehbox nehmen. Ne? Das ist ja nicht nur dafür da, dass man die Steuerung damit machen kann. Und das reicht in der Regel für ein Einfamilienhaus aus.
Man kann sogar bis in den Garten gehen. Ich habe bei mir zum Beispiel, ich habe so draußen so einen Brunnen mit Quellstein. Das Wasser wird im Sommer davon gesteuert. Meine Außengartenbeleuchtung, das läuft alles über die Elgato-Steuerung. Ne? Und das reicht aus. Super. Ja. Macht Smart Home Spaß? Smart Home macht Spaß, weil man dann halt doch was sieht, was man programmiert hat zum Schluss. Und wenn dann es dann noch klappt, ja, dann freut man sich. Ist der Erfolgsgenuss da. Das sei ja, das ist so wie Modelleisenbahn früher. Ja, okay. Das macht dann schon Spaß, weil man dann auch relativ einfach das programmieren kann. Man muss da keine Kurse machen. Man kann sich damit einfach mal durchlesen, hinsetzen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man für Kombinationen machen. Also man kann sich da schon schön mit beschäftigen, ist ein interessantes Hobby. Und das Problem ist halt, wenn Sie mit mehreren Leuten in einem Haus wohnen und Sie steuern Ihre Lampen und alles, was Sie haben, über den Standort. Das heißt, Sie verlassen das Haus mit Ihrem iPhone. Und dann merkt er, aha, der ist von dem Standort weg, können Sie die Entfernung angeben und in dem Moment geht alles aus. Jetzt ist aber die Frau oder die Kinder zu Hause, das ist natürlich schwierig. Also da gibt es natürlich noch andere Funktionen noch, von Elgato gibt es jetzt den Button. Ja, da ist wie ein Schalter, der liegt dann irgendwo rum und damit können Sie viele Funktionen steuern, bis zu drei, indem Sie einmal drücken, einmal lang und einmal kurz. Und dann haben Sie Funktionen und da können Sie Szenen drauf machen. Sie können ja bestimmte Schaltszenen generieren. Man sieht das ja hier ganz gut. Die Favorite-Szene zum Beispiel. In dieser Szene sind dann bestimmte Aktivitäten eingebunden. Und wenn Sie sagen, ich steuere jetzt die Szene ein Home und da gehen, wenn ich zu Hause bin, sage ich jetzt mal, da gehen alle die und die Lichter an. Oder ich sage dann Good Night, ich gehe ins Bett, da wird die Szene gesteuert und dann gehen die Lichter aus, automatisch. Da können Sie entweder hier eine Zeitschaltung hinter machen oder Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, je nachdem. Oder halt, wie gesagt, Sie können dann auch ortsgebunden das machen. Ne? Prima. Also für mich wäre eine Szene zum Beispiel, I'm at the toilet more than 30 minutes, I go out, open all windows. Wäre das so machbar? Das können Sie natürlich noch mit der Elgato Raumanalyse machen, wenn es eine bestimmte rote Kurve erreicht, dann öffnen sich die Fenster und es gibt ein Signal. Ja, also, man gekauft. Muss auch aufpassen, dass die Rauchmelder nicht losgehen. Okay, sehr schön. Gut, prima. Ja, also vielleicht sollte man aber dazu auch sagen, weil ich glaube, das wird den einen oder anderen interessieren, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir kriegen von den Herstellern natürlich auch eine App zur Verfügung gestellt. Ich kann das ja alles über eine separate App auch steuern. Wenn das natürlich alles Apple-zertifiziert ist, dann macht das natürlich, und das ist eben das Schöne, Sinn, dass ich natürlich alles über das HomeKit steuere, ja? Also über diese HomeKit-Funktionen. Das heißt, wenn ich also, ich kann, so hast du mir das ja schon mal erklärt gehabt, ich kann zum Beispiel solche einzelnen Steckdosen im Zimmer haben, ich kann auch von zum Beispiel Fibaro irgendwo welche verbaut haben und ich kann noch einen dritten Hersteller dazu haben. Wenn die alle kompatibel sind mit dem HomeKit, dann brauche ich auch nur praktisch hier diese Übersicht und keine andere App. Und das finde ich halt das Schöne. Weil ich habe nämlich am Anfang immer gedacht, wenn ich mich für einen Hersteller entscheide, muss ich dabei bleiben. Gebunden, ja. So ist es aber nicht, weil eben diese Zertifizierung zu Apple eben ermöglicht, dass du auch unterschiedliche Hersteller nimmst. Und das finde ich das Schöne, weil die Hersteller reagieren momentan eben auch auf die Privatleute und sagen sich, wir stellen euch Starter-Kits zur Verfügung zum Beispiel, wenn ihr das mal ein bisschen ausprobieren wollt. Oder, so macht es Fibaro zum Beispiel, habe ich letztens erfahren, oder ihr könnt auch ein bisschen mehr schon kaufen, dann habt ihr schon mal eine Grundausstattung. Dann müsst ihr, das spart man ein paar Euros, ist ja okay, aber ich kann trotzdem immer noch das, was ich vorher gekauft habe von Philips oder von Cookiek oder wie auch immer, oder Elgato, dann auch entsprechend trotzdem beibehalten. Ich muss es nicht verkaufen, wegschmeißen oder sonstiges. Diese Philips-Geschichte, die du gerade erwähnt hattest, diese Philips Hue-Lampen, genau. Brauchen die denn auch nochmal das Apple TV oder können die direkt eingebunden werden in das Apple HomeKit? Nein, die brauchen die Bridge noch, aha. Aber die Bridge muss dann eingebunden werden in die Apple TV. Ach so. Die geht dann Apple TV, Bridge, Lampe. Aha, das heißt also, es gibt schon Hersteller, die doch nochmal eine andere zentrale Einheit brauchen, die dann wieder mit dem Apple TV genau, weil die ein anderes Protokoll schreiben. Ne? Mhm. Und das ist das halt.
Ja gut, da muss ja viele Geräte ans Internet, oder? Man muss halt dann die Bridge einmal anschließen, dann läuft alles drüber. Okay. Das läuft dann letztlich dann aber über Apple. Mhm. Ja. Gut, interessant. Da muss man aufpassen. Und man muss gucken, bei vielen ist die Bridge halt nur mit 2,5 GHz WLAN, läuft das nur nicht mit 5er. Mit 5er, okay. Da muss man auch aufpassen, halt mal, aber die meisten neuen Router haben ja die beide laufen. Beide laufen. Parallel. Ja, eben. Nochmal ein Wort hier zu diesen Sachen, zum Beispiel wie Elgato oder andere, die jetzt ja darüber laufen können. Mhm. Ja. Nur der Nachteil ist halt, man kann die einbinden, schalten, alles. Nur die Analysen, die die Geräte machen, wie gute Luft oder wie ist meine Kurve, ja, und wie ist meine Luftfeuchtigkeit, die kann ich nur auf der bezogenen Hersteller-App rauskriegen. Das heißt, die läuft nicht über Apple. Mhm. Die Daten geben die nicht weiter. Das heißt, die geben nur die reine Funktion weiter, an, aus oder was auch immer dann. Ne? Was ja eigentlich nicht schlecht sein muss, weil wenn ich wirklich das Interesse habe, zu gucken, wie die Luftfeuchte in den letzten 2-3 Wochen war bei mir oder wie auch immer, dann spricht da nichts dagegen, die App im Prinzip zu benutzen. Die ist ja automatisch mit drauf, genau, fertig. Richtig, und man kann ja dann auch entsprechend die Daten, die sammelt die App ja für mindestens 20 Tage und dann kann man gucken, wie waren die letzten 20 Tage. Ja, super. Wie ist die Tendenz. Aber das kann ich nicht in der Home-App sehen. Jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel uns das hier mal angucken, Klaus, du hast ja, so habe ich ja dein iPhone auch gesehen, du hast ja, wenn du es anmachst, hast du schon die Übersicht von den Smart Home Funktionen. Ja, das sieht so aus wie hier. Genau, das heißt also, sobald du das aktivierst, erscheint das dann auch dauerhaft so? Oder kannst du sagen, ich habe eine Slide-Funktion oder ich habe einen Fingertipp, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt im Prinzip das aktivieren kann? Nein, du kannst jede einzelne Funktion, Funktion auf dein Home-Bildschirm sagen, will ich dargestellt haben. Ansonsten sind die den Räumen zugeordnet, die du eingegeben hast. Du gibst die Räume ein, wo ist das? Wo ist die Funktion? Wie es hier ist. Und dann hast du die Räume, da kannst du durchblättern, einmal die Räume und einmal siehst du die, wenn du die zu dem Home-Bildschirm zugeordnet hast. Dann sind die hier drauf. Ja, meist macht man ja, um eine bessere Übersicht zu behalten, wenn man da mal 20 Stück hat, dann wird das ja unübersichtlich. Dann ist es schon ganz gut, wenn man über die Räume geht, dass man dann nur hier die sieht, die vielleicht in der Szene drin sind. Ja, also das kann man aber selbst steuern, wie man möchte. Das programmiert man einfach, indem man das anlegt und dann schreibt man halt rein, welcher Raum ist das, welche Funktion ist das und so weiter. Ne? Das heißt also, ich muss gar nicht meinen Bildschirm vollknallen mit dem Smartphone. Buttons, sondern ich kann dann auch immer noch was von meinem schönen Familienfoto, was ich als Screensaver zum Beispiel habe. Kannst du alles lassen. Kannst du alles lassen und ich weiß nicht, ob ich das gerade bei mir hier habe. Schau doch mal, ich habe nämlich noch eine Frage. Wer mehrere Räume hat, der kann das hier natürlich integrieren. Ist es denn aber auch möglich, über das Apple HomeKit zum Beispiel seine Ferienwohnung auf Mallorca oder ähnliches mehr auch noch anzusteuern? Denn ich sehe, da steht eine Adresse. Ja. Und da steht dann Add to More. Das heißt, ich könnte jetzt die Adresse X ansteuern, ich könnte die Adresse B ansteuern und die Adresse C ansteuern. Man macht jetzt hier oben auf dem Pfeil, und da sieht man unser Zuhause. Halten wir mal in die Kamera rein. Unser Zuhause, ne? Ja. Und da kann man auch verschiedene Häuser hinzufügen hier. Ah, sehr gut. Ja, die kann man dann separat ansteuern. Von der Seite her ist das kein Problem. Das geht. Also dann solltest du jetzt deinen Ferienbesuchern auf Mallorca in deiner Wohnung mal schön die Heizung aufdrehen, würde ich sagen. Genau, da werden die sich sehr freuen. Ohne Zweifel. Nee, das sieht doch prima aus. Halt. Zeigst du uns mal deinen Startscreen nochmal in der Kamera? Ich will das nochmal zeigen jetzt kurz. Guck mal, die Kamera ist hier. Ne? Achso, das ist jetzt hier, dass die ganzen Apps oder die ganzen Funktionen, die im Home-Bildschirm sind. Und dann kann man natürlich hier auf die Räume gehen. Und dann sieht man hier, wenn man so durchblättert, die einzelnen Räume selber. Du hast ein Hintergrundfoto sogar gemacht. Ja, man kann ja die Räume von sich selbst machen. Ah ja. Und dann sieht man, welche Funktionen sind in welchem Raum. Esszimmer zum Beispiel oder hier Küche, ja, oder Flur oder Gästezimmer oder Garten. Ne? So, und die kann man dann alle nehmen und dann hat man da eine gewisse Struktur drin, dass man nicht so eine Überhäufung hat. Wenn man zu viel hat. Ne? Da gibt es ja die Automatisation, da kann man sagen, zum Beispiel so eine Daseins,
Schaltung machen, dass man immer mal da 5 Minuten das Licht brennen lässt und da mal 3 Minuten und da mal 5 Minuten, dann geht das wieder aus. Und das kann man sich immer einprogrammieren. Ne? Gehen wir nochmal auf die Räume. Und du hast durchgeslidet. Ja. Gästezimmer. Das ist doch toll. Und dann siehst du mit jedem, in jedem Raum hast du 2 Geräte jetzt zum Beispiel. Ja, hier. Die sind an zum Beispiel zurzeit. Mhm. Die kann ich jetzt von hier ausschalten. Ah ja, okay. Schick. Ja. Gut. Ich gehe mal hier wieder. Das überzeugt. Und hier oben kann man sagen, da bin ich gerade. Ja, da kann man, ich bin jetzt hier, das ist das Haus. Mhm. Und da kann man natürlich das dann wechseln. Ne? Ja gut, okay. Dann lass das erstmal so stehen. Sehr gut gesehen. Und hier sieht man natürlich auch Apple TV Wohnzimmer verbunden. Als Steuerzentrale. Das ist wichtig. Wenn die nicht verbunden ist, haben sie keinen Zugriff. Ne? Mhm. Okay. Musst du dann noch auch ein VPN dazwischen schalten? Nein. Okay. Geht direkt übers WLAN. Toll. Kein VPN, klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel woanders, nehmen wir an, Raphael möchte gerne in der Dominikanischen Republik sein Haus steuern, dann. Also Häusereihe, ne? Deine Häusereihe. Dann bräuchte er aber eine VPN-Verbindung dort. WLAN reicht. Wenn ich im Wohnwagen sitze, sage ich mal an der Ostsee, da sitze ich drin im Wohnwagen mit einem Telefon oder mit einem Smartphone. Und ich kann mein Haus betrachten, steuern, alles. Ne? Ja, und das ist aber jetzt endlich mal einfacher, denn ich erinnere mich noch, die ersten Smart-Home-Geräte, die wir probiert haben, da musste man das iPad im gleichen WLAN benutzen, wie natürlich auch. Ne? Da konnte man nicht von außerhalb, von extern und so, deswegen sind die Fragen sehr gut und berechtigt gewesen, ob man von außerhalb eine DDNS... Und darum geht es ja eben. Ne? Also nicht, genau. Ich sag mal, dieses typische Szenario, wir fahren in den Urlaub, Scheiße, haben wir die Kaffeemaschine ausgeschaltet? Ja, ist das Licht aus? Wenn wir niemanden haben, den wir da mal hinschicken können oder niemanden im Haus mit wohnen haben, der das überprüfen kann, ja, was bleibt dir anders übrig, außer nochmal zurückzufahren? Ja, und dann ist auch wichtig, wenn man dann eine Kamera hat, dann weiß man, ob es schon brennt. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder ob der Wasserkocher vom Herd nicht abgehört ist. Kann man die Kamera dann so schalten, dass dann halt die Feuerwehr gleich alarmiert wird. Richtig. Notruf. Toll. Mein Gott. Also ihr seht, liebe Zuschauer, es gibt alle viele tolle Möglichkeiten. Und deswegen hoffen wir, dass der Klaus und der Sven und meine Wenigkeit euch ein bisschen Lust auf das Thema Smart Home gegeben haben. Und mit dieser Einführung möchten wir das erst einmal stehen lassen und möchten euch darauf hinweisen, dass wir in einer der nächsten paar Sendungen auf jeden Fall mal ein paar Geräte separat vorstellen. Ein paar Anwendungen vielleicht vorstellen. Von Logitech bekommen wir die Circle 2 zugeschickt. Halt. Wie passiert es tatsächlich, dass man 180 Grad hinter der Scheibe darstellen kann? Wie einfach ist es, einen Apple TV Steuerzentrale hinzuzufügen? Geht es wirklich so, wie er behauptet hat, dass es von extern geht? Man muss nur im WLAN oder seine Datenleitung anhaben. Alles das möchten wir klären und vorstellen. Heute war es auf jeden Fall eine sehr schöne Einführungsgeschichte. Und ich werde es natürlich auch dokumentieren. Oh! Also ich werde natürlich gucken, mit Erlaubnis meiner Frau, logischerweise. Aber ich werde natürlich schauen, dass wir natürlich auf unserem Blog, dass ich so ein bisschen meine Erfahrungswerte teile, dass ich mal vielleicht auch ein paar Videos dazu mache. Die sind dann halt einfach mal schnell so aufgenommen. Das ist ja egal, das muss ja nicht hochprofessionell sein. Aber Hauptsache, ihr bekommt mal einen Eindruck, wie diese Smart-Home-Geschichte eigentlich gerade beim Hausbau oder Hausumbau vielleicht auch dann integriert werden kann. Du bist im Griff, ne? Ich bin am Anfang momentan. Ah, ich bin noch am Anfang. Also ich bin noch nicht mittendrin. Der Stress fängt erst noch an. Beste Voraussetzung. Ja, sehe ich genauso. Ja. Nee, macht das gerne, Sven. Und das soll uns auch begleiten halt. Und wer weitere Fragen und Anregungen haben möchte, entweder zur Sendung im Generellen oder zu Klaus Argumentation und Erfahrungswerte oder aber auch, der ganz gerne sagt, hey Sven, kannst du mal bitte das ausprobieren während seiner Fahrt? Ich meine, wir müssen es ausprobieren, wir müssen diese Chance nutzen. Sagt uns, was Sven tun soll und was das Ergebnis sein soll. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@ldpcom.de. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken für den Download dieser Sendung, für das Anschauen dieser Sendung. Möchte mich auch im Hintergrund bedanken für das ganze Kamerateam. Klaus, einen wunderschönen Tag noch, einen schönen Abend. Sam, vielen Dank. Danke, liebe Zuschauer. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.